Mein Name ist Jonas Grof. Ich spiele Basketball für die Sparkassenstars Bochum. Und für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns vor so einem Spiel immer warm machen, damit wir uns nicht verletzen. Und da haben wir einige verschiedene Übungen, die ihr auch zu Hause nachmachen könnt, die sehr gesund sind für den Körper. Und die würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, wir fangen normalerweise an mit einem ganz normalen Ausfallschritt. Das heißt, man geht nach vorne, geht hinten runter und dann probiert man mit der rechten Hand sein rechtes Bein zu berühren und rotiert und geht wieder nach hinten. Und das Ganze machen wir dann dreimal pro Seite und haben dann schon mal die Seiten gut aufgedehnt. Ja, man muss halt darauf achten, dass das Knie nicht ganz im Boden berührt, dass man oben gerade bleibt und dass vor allem das Knie nicht zu weit nach innen geht. Und dann einmal probieren, den Fuß zu berühren und wieder zurück. Die zweite Übung, die wir machen, ist ein seitlicher Ausfallschritt. Dabei gehen wir seitlich runter, gucken, dass wir auch hier im Balance bleiben und dann sollten wir den Stretch hier im Abduktor spüren. Die nächste Übung ist für die Oberschenkelvorderseite. Dafür gehen wir auf ein Bein, greifen den Fuß, machen den Arm hoch und probieren einmal auf die Zehenspitzen zu gehen und sollten dabei einen Stretch hier vorne fühlen. Auch das machen wir dann dreimal pro Seite. Ja, dabei müssen wir darauf achten, dass wir auch die Balance halten und möglichst das Bein so ein bisschen nach hinten ziehen. Die nächste Übung ist für die Oberschenkelrückseite. Das heißt, hier nehmen wir unser Knie, ziehen das so weit wie möglich an und gehen wieder runter. Auch hier müssen wir auf die Balance achten und dass wir das Knie so weit wie möglich zur Brust hochziehen. Die letzte Übung ist dann, dass wir unseren Fuß übers Knie machen und dann seitlich hochziehen. Das sollten wir mehr hier in der Seite spüren, mit in den Hintern rein. Auch hier ist die Balance wieder ganz wichtig. Und auch, dass wir unseren Fuß vor allem ganz fassen und nicht unten, damit wir das Fußgelenk nicht zu sehr abknicken. Ja, das sind sehr gute Übungen, die ihr machen könnt vorm Sport, um warm zu werden und um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Ja, dieses Video und weitere Informationen findet ihr auch auf der Homepage der 2. Basketball-Bundesliga.